Ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, hier bei Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und dem Clan True Warriors. Das kommt einfach viel zu häufig, das muss ich mal weglassen. Das ist nämlich eine ganz, ganz schlimme Floskel. Haben wir die CK-Krise überwunden? Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall den letzten CK hoch gewonnen, 54 zu 18. Und der Gegner hat sich so ein bisschen aufgelöst, muss ich sagen. Leider, was ich eigentlich immer sehr, sehr traurig finde. Aber auch wir waren irgendwann mal Clan Level 6, 7 und haben etliche Hürden nehmen müssen. Viele, unter Umständen viele Niederlagen oder auch Siege. Und über so einen Punkt muss man dann mit einem Clan erstmal hinwegkommen. Unser Team hat alle Angriffe gemacht, richtig gut. Auch die Angriffe, die Dörfer waren auch nicht so schwer. Ich hatte mich gestern übrigens vertan. In einigen Clan-Bases waren natürlich doch Clan-Base-Truppen drin. Aber oftmals auch ein Päcker oder so. Und wir greifen sehr, sehr stark zurzeit mit Lufttruppen an. Und dementsprechend kommt dann natürlich kein Päcker aus der Clanburg, wenn du mit Lavahunden angreifst oder Loons angreifst und haben wirklich ein paar schöne Angriffe dabei. Wir können uns den einen oder anderen auch angucken. Ich lasse die einfach mal im Hintergrund so ein bisschen laufen. Den von Chief haben wir ja gestern live gesehen. Hubert haben wir gestern auch gesehen. Krümel haben wir gesehen. Und so war das eigentlich ein wirklich leicht gewonnener CK. Das ist auch nicht das Maß unserer Dinge, muss man dazu sagen. Aber letztendlich gewonnen ist gewonnen und wie man das letztendlich macht, ist dann auch egal, ob das jetzt ein schmutziger Sieg ist oder ob das ein völlig verdienter Sieg ist. Aber ich denke mal, mit den gängigen Taktiken und den passenden Starts, also gerade so ein Start eines Angriffs kann schon das Ende entscheiden, ist es natürlich dann leicht auch zu gewinnen. Und man sieht das hier, die Kombis variieren hier auch sehr stark bei uns. Wir probieren halt immer sehr, sehr viel, was geht und was nicht geht. Und in solchen CKs hier kann man natürlich dann mal so ein paar Sachen ausprobieren, kann mal neue Taktiken checken. Auch hier Ragnar greift ja eigentlich nicht unbedingt mit Golems immer an, sondern eher, hätte ich fast gesagt, eher selten. Meistens nimmt er ja auch die Heiler Riesenkombi oder auch die Päcker-Kombi, aber hier mit den Golems kommt er jetzt gut in die Base rein. Selbst der Golem ist selbst nur muss man sagen, Level 2. Aber wir sehen das hier, die CB mit Riesen bestückt und dem einen oder anderen Magier, das tut dann auch nicht wirklich weh. Die Base, man sieht das schon, hat keine Doppelbombe, also hier können sich die Hogs natürlich richtig austoben. Und er hat noch zwei Heilzauber jetzt übrig, ein Gift noch, Queen ist noch zündbar. Die ist immer noch nicht auf 10, ich verstehe gar nicht, was der macht. Aber Hogs jetzt alle in der Mitte, die letzte Death wird geplättet und danach gehen die auf die Gebäude mit den meisten Healpoints, nämlich Rathaus und die Clanburg. Und dann ist das nur noch ein Abräumen hier der restlichen Lagerkasernen. Und dann waren das hier starke 3 Sterne. Also wir haben gerade im unteren bis mittleren Bereich gleich in der ersten Welle unsere Sterne geholt. Der Rest konnte dann etwas weiter nach oben ausweichen. Hat dann entweder Sterne geholt oder hat halt den einen oder anderen Angriff geübt, was ja auch durchaus machbar ist. Hier haben wir 8 auf 9. Das gucken wir uns mal an. Der Marcel ist allerdings ein Rathaus Level 10. Und ich denke mal, das war sein zweiter AG auf die Nummer 9. Er hat, glaube ich, im ersten Angriff sein Gegenüber gemacht. Und hat im zweiten Angriff sich das Rathaus 9 hier geschnappt mit Bola Riesenkombi. Sehr geschickt gefunnelt. Und
Dann laufen die zwar erst ein bisschen komisch, aber letztendlich kommen sie richtig schön in die Base mittig rein. Muss wirklich sagen, ich habe wieder nicht drauf geachtet, was in der Clanburg ist. Keine Ahnung, was die da drin hatten. Aber so hier und da habe ich mal einen Packer gesehen. Und ich konnte auch heute tagsüber nicht unbedingt hier immer mal reingucken, sondern habe nur rudimentär mal reingeschaut, ab und zu mal ein bisschen bei mir rumgefahren, so in der einen oder anderen kleinen Pause. Und konnte mich also nicht wirklich um den Clan heute mal kümmern, wie ich das ja eigentlich sonst schon sehr stark mache, gerade in den ersten Stunden. Und hier haben wir, jetzt mal gucken, 5:05 Hocke. Immer die, die gegenüber sind, sind immer die ersten Angriffe, die wir machen. Die zweiten sind dann meistens ein bisschen tiefer oder, wenn es gut läuft, auch hier ein bisschen höher. Aber Hocke ist ein guter Luftangreifer und entscheidet sich hier für Loons, blitzt also zwei Lars weg. Die Infernos hier am der Adler-Dev sind auf Multi gestellt, das heißt also, sie machen jetzt nicht so unbedingt viel Schaden an Drachen. Und er kommt also richtig gut in die Base rein, lässt seine Helden noch offen. Ich nehme an, wenn das Rathaus nicht fallen sollte, dass er sie von oben schickt. Allerdings haben die Drachen das Rathaus schon geschafft. Und so brauchte er mit seinen Helden, egal ob die Adler der Fee noch lebt oder nicht, einfach nur noch ein paar Prozente machen, so dass wir den zweiten Stern hier aus der Base holen. Und war ein richtig guter Angriff, richtig solide, aber Base auch nicht ganz so stark, wie man das für einen Rathaus 11 gewohnt ist. So, was haben wir hier? 2 auf 2. Oh, hoppla, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Max mit dem Dreier. Okay. Base ist suboptimal. Würde ich mal sagen, da rechts das Lager und der eine Bombenturm sind sicherlich einfach mal so dahingestellt. Ich weiß auch nicht, ob das alle Mauern sind, die so ein Rathaus 11er hat. Ich glaube, das ist noch 10, noch ohne Mauer gebaut. Aber ist doch ganz egal. Wir gucken mal, was er hier gemacht hat. Ich habe selber noch nicht gesehen. Drache in der Clanburg, Queen Walk Beginn, der King fällt und Warden samt Queen gehen jetzt in die Mitte. Schafft die Queen den Inferno? Jawohl, war ein Multi. Keine Chance für den Multi. Jetzt schnappt die sich schon das Rathaus. Ich hätte ja fast gesagt, komm, reicht, spar die Truppen, aber nein. Er kommt hier mit der Luftkombi dann raus, das heißt also hat, jetzt sehe ich es auch gerade, die Hunde auch auf 4, die Loons auf 7 und Max Truppen, also Max hat Max Truppen und richtig krasser Angriff hier, muss ich schon sagen. Alter. Hut ab. Ich hätte es nicht besser gemacht. Was natürlich ein Scherz ist, ich kann so einen Elfer nicht einschätzen, aber war natürlich krass starker Angriff hier. 1 auf die 2, 3 Sterne. Da weiter. Sauber. Jo, so soll das gewesen sein. Also an so einem Clan messen wir uns jetzt nicht unbedingt, aber gewonnen ist gewonnen. Unser Lok wird so langsam wieder farblich etwas angenehmer für die Augen. Und selber habe ich auch eine kleine Durchstrecke hier. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bauarbeiter frei. Die Lager, zumindest das Goldlager, bald wieder voll. Liegt einfach daran, dass man hier ja immer so ein bisschen Gold mitnimmt, das man dann nicht ausgeben kann. Und wenn man nicht gerade abgefarmt wird, dann behält man natürlich auch die Masse. Da ich hier relativ selten angegriffen werde, was mich so ein bisschen verwundert, weil meine Lager sind doch schon recht gut befüllt. Fahren wir einfach weiter, wenn Gold und Elex voll sind. Dann machen wir primär das Dunkle, dann denke ich mal, stelle ich auch die Truppen um, gehe von den Pokalen wieder ein bisschen höher und höre hier mit meinem Lazy Farming auf. Aber ich konnte jetzt auch tagsüber nur ab und zu mal einen Angriff machen und wenn ich dann natürlich eine Truppe habe, wo ich unbedingt
in die Mitte will, um das Dunkle meistens zu holen oder wo ich unbedingt was mit schaffen will, dann muss ich schon ein bisschen mehr Konzentration haben und schon auch ein bisschen mehr Zeit haben, mich auf so einen Angriff vorzubereiten. Man hat zwar nur 30 Sekunden, aber die kann ich natürlich sinnvoller nutzen, wenn ich einfach so ein bisschen rumfarme. So einen hier können wir zum Beispiel sehr, sehr schön mitnehmen, weil wir ja im Moment so ein Sprung-Event haben und ich noch zusätzlich 12 Mauerbrecher im Petto habe, was natürlich auch richtig schick ist. Der sprengt mir ja schon einiges auf hier, da hauen wir noch einen Sprung rein und dann schicken wir die Kobolde einfach ein bisschen hinterher. Außen steht kein Lager, die können also nur jetzt in die Mitte rein. Mal grad gucken, Bombenturm ist down. Und das Ganze werden wir noch ein bisschen beschleunigen, indem wir hier noch einen Wut reinhauen. Und dann, denke ich mal, schnappen die sich hier einen Großteil der Ressourcen. Hoffe ich zumindest mal. Ich zünd mal den King, um hier noch ein paar Prozente mitzunehmen. Jawohl, da sind jetzt die Elex-Lager, da immer ein bisschen Elex nachfarmen. Dass das auf einem Stand ist, denn in so ein paar Tagen läuft mein Frost aus auf 4. Den will ich vermutlich dann gleich weitermachen oder ich mache eine Spaßtruppe. Das könnt ihr auch entscheiden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, nee, Toto, mach mal erstmal das hier. Das macht viel, viel mehr Spaß als so ein blöder Frost. Oder aber ich mache einfach den Frost weiter, dann ist der Max. Und schade, 46%. Das hole ich mir aber. Jo. Was haben wir hier? Ist das ein Multi oder ist das ein Single? Das ist ein Multi. Könnten wir uns noch das Dunkle holen, denke ich mal. Ich opfer einfach mal meine Clanburg. Manchmal lohnt es sich ja schon, sich noch die Clanburg zu holen. Die müssten jetzt eigentlich. Ja. Ey, ihr Honks. Nicht da lang. Naja, gut, dann nehmen sie erstmal das mit. Und ja, dann fliegen sie außen lang, tolle Wurst. Naja, egal. Mal gucken, jetzt fliegen die gleich dann da rein, da rein, da rein. Schade auch. Schade auch. Ich habe gedacht, die würden hier vielleicht zu den Teslas fliegen und dann noch das dunkle Lager mitnehmen. Aber das war jetzt blöde gedacht. Jetzt haben wir hier natürlich einen Bogenschützenturm, der auf die Lufttruppen ballert und der Drache fliegt hier ganz gemütlich die großen Lager jetzt leider ab, kriegt immer die ganze Zeit Beschuss und wird sich, glaube ich, das Dunkle jetzt nicht mehr holen. Dann haben wir dann noch so einen hüpfenden King. Ach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Nee, egal, egal. Dann fahren wir einfach mal lazy weiter. Wir haben etwas ausgegeben. Wir haben jetzt zurzeit Sprung-Event. Und ihr könnt mir ja mal auch in den Kommentaren reinschreiben, was haltet ihr von den Events. Oh, ich sehe gerade, nächstes Event startet in einem Tag 13 Stunden, Wizard Event. Ich denke mal, günstiger, schnellere Bauzeit oder was auch immer. Gibt sicherlich wieder ein paar Gems zu gewinnen, beziehungsweise zu erspielen. Und wie schon eben beschrieben, mein nächster Bob ist erst in 3 Tagen 5 Stunden frei. Ich denke mal, bis dahin habe ich hier die Lager easy peasy gefüllt. Und kann mich wieder so ein bisschen aufs Dunkle konzentrieren. Queen braucht ja noch ein paar Tage und da kann ich mir ganz locker das Lager schön vollfahren. Also im Zweifelsfall sollten die Lager alle voll sein und ich habe keinen Bob frei. Gäme ich die Queen, dann ist es mir auch egal. Dann mache ich mit den 10k und lege sie hoffentlich dann gleich wieder schlafen. Aber das ist schon knackig. 173.000 habe ich, glaube ich, jetzt gerade bezahlt. Sie wird also 2.000, 3.000, 4.000 teurer sein und bis dahin ist noch ein etwas längerer Weg, also gute 100.000 Dunkles. Mal gucken. Ich denke mal, ich halte euch auf den Laufenden. Euer Toto, Clashed.